Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo auf meinem Kanal. Und zwar machen wir heute gemeinsam einen großen Schritt. Ein kleiner Schritt vielleicht für eine Person wie mich, aber ein großer Schritt für einen Kanal wie Günther aus der Dönerbude. Worum genau es geht, lasst uns das bei einer Runde Smash Bros. Besprechen. So, jetzt sind wir im Game und ich würde sagen, Online-Turniere gibt es im Moment nicht, deswegen gehen wir einfach mal ein bisschen im Training-Mode leben, während wir labern. Ja, worüber ich reden will, vielleicht sieht man es tatsächlich schon, wenn nicht, würde ich mich sehr ärgern, sage ich mal. Denn tatsächlich habe ich eine Capture Card. Merkt man hoffentlich an der Qualität. Das ist nicht mein erstes Video, das ich mit der aufnehme tatsächlich. Weshalb ich gerade auch relativ optimistisch bin, dass es klappt. Ich habe schon eine Folge Okami aufgenommen, die aber erst spät hoch, also später als dieses Video online kommen wird. Und ja, ihr seht, ab sofort werden all meine Konsolenvideos mit einer Capture Card aufgenommen werden. Es gibt noch ein paar Videos, die ich von vor der Capture Card gedreht habe. Irgendwie zum Beispiel Okami ist ab Folge 59 mit Capture Card. Und ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich werde ich Okami die Folge 58 heute Abend vor der Premiere dieses Videos hochladen. Dann gäbe es in Okami keine Folge mehr ohne Capture Card. Aber noch ein, zwei Smash-Videos müsste ich rumfliegen haben, wenn ich mich irgendwann mal entscheide, die hochzuladen. Dann haben die noch die Handyqualität. Aber ansonsten wird jetzt das, was ihr hier seht, zur Norm. Diese schwarzen Ränder, da kann ich leider nicht verhindern. Die sind kein Problem der Capture Card oder sowas. Sondern das liegt einfach dran, dass ich bei meiner Switch die Bildschirmgröße nur auf 96% stellen kann und nicht auf 100%. Weil ansonsten lappt es komplett über und ich sehe die Hälfte gefühlt vom Screen nicht. Und das ist auch nicht gerade der Sinn. Gerade wenn ich Okami oder so spiele, würde ich mir damit die Lebensleiste verdecken. Und warte, habe ich das gerade richtig gesehen? 13 und wie viel macht die Krone? Macht die auf dem Rückweg weniger? Ja, aus irgendeinem Grund hat gerade mein einer Backthrow into Crown als ein Hit und nicht zwei gezählt, aber mit dem Damage von beiden Hits. Interesting. Also, was gibt's noch groß zu erzählen? Shoutouts auf jeden Fall an Nini, du bist ja manchmal hier in den Kommentaren. Hier für die, die das jetzt nicht wissen, er hat mich letztendlich sehr beraten. Und mir letztendlich auch selber die Capture Card verkauft. Und mir auch, okay, ich will jetzt hier ehrlich sein, versucht mir beim Setupen zu helfen. Es war am Ende so unfassbar dumm und spezifisch, dass da auch nicht viel helfen konnte. Ich habe bestimmt 3-4 Stunden rumgesessen an dem Ding, musste mir noch einen HDMI-Splitter extra kaufen. Dann hatte es immer noch Probleme, bis es letztendlich geklappt hat. Aber er hat mir die Karte verkauft, versucht mir zu helfen. Dabei schon ertragen, wie ich ziemlich am Rande des Wahnsinns war. Was man hoffentlich irgendwo nachvollziehen kann, wenn man hier 3 Stunden im Zimmer bei Sonnenschein noch, wenn einem die Sonne voll drauf knallt, sitzt und irgendwie versucht, ein scheiß Kabel zu verlegen. So, dass es irgendwie funktioniert. Das ist halt sehr viel Spaß auch. Aber letztendlich habe ich es hinbekommen. Und falls irgendwen das interessiert, ich habe das auch heute erst festgestellt, was wirklich ganz die Lösung ist. Und das glaubt mir keiner. Erstmal brauche ich einen HDMI-Splitter, sonst geht überhaupt nichts. Und dann muss ich ganz, ganz spezifisch... Ich muss erst
die Capture Card mit der Switch verbinden und mit dem Fernseher. Dann die Switch wieder ausschalten, die Verbindung zur Capture Card entfernen, die Switch wieder anmachen und dann die Verbindung zur Capture Card, während die Switch an ist, wieder reinmachen. Ansonsten habe ich nämlich keinen Ton und das Bild ist verschoben. Also, falls ihr euch wundert, warum ich dafür stundenlang gebraucht habe. Übrigens, wenn wir hier gerade so im Training-Mode sind, man sieht das vielleicht jetzt hier nicht so krass, aber mein Cable ist im Moment so mit Abstand auf seiner Höchstform. Ein bisschen probiere ich hier mit Wave-Dashen rum, auch wenn es häufiger nicht landet. Aber allgemein, vom ganzen Playstyle her, ich spiele jetzt weniger auf Hype, mehr auf Optimal und Alter. Ich spiele da mit einem Walinisten ständig und die Kämpfe sind alle so gut. Vor allem, weil ich nicht der Einzige bin, der begonnen hat, das zu machen. Wir haben da wirklich intense... Okay, und jetzt spam ich random Abis. Weil ich versuche, Wave Dash Crown zu machen. Und ja, ich glaube, das war es auch groß, was ich hier in diesem Video sagen kann. Ab sofort ist diese Capture Card auf meinem Kanal der Regelfall. Sie ist jetzt von der Qualität her natürlich nicht die krasseste, aber komm. Vor allem im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, kann sich da doch keiner beschweren. Ich will jetzt noch irgendwas Lustiges landen zum Abschluss. Da war ein Wave Dash. Oder ich zeige euch einfach mal nochmal hier. Training Mode kann ich ja eigentlich sowieso nicht so filmen. Ich hatte ja schon Videos, die man gesehen hat hier von Smash. Die Cooper Castle Tournaments mit besserer Qualität. Die Sache ist die, ich habe den Bildschirm jetzt auf 96% gestellt und habe schon jetzt ein bisschen überlappend. Einfach damit der Rand für euch nicht so groß ist. Gerade bei Okami HD Folge 59 ist der so wie er auf 95 ist, auch wenn der Unterschied echt nicht riesig sein wird. Hier habe ich eben einige Matches. Ihr seht nur Bowser und Green Ninja. Ich guck mal, ob ich irgendein längeres, wirklich gutes Match habe. Wenn ich das abgespeichert habe, wird es nicht so schlecht sein. Okay, und ich mach mal für den Zweck jetzt hier. Ich konvertiere das gar nicht, sondern zeig's euch nur. Und bekomme nebenbei zwei Discord-DMs von Lord Ecke. Alter. Ich reg mich gerade ein bisschen über Lord Ecke im Hintergrund auf, der mir schreibt, dass er endlich mal mit Smash warm werden will, um mich zerstören zu können. Und dann sagt er noch, jetzt komm mir nicht mit dem Argument, du hast über 1000 Spielstunden. Junge, das ist aber ein dezenter Grund, warum jemand, der im Moment irgendwie 10 hat, vielleicht nicht so schnell eine Chance hat. Ich habe so viel mehr Erfahrung in dem Game. Also, ihr seht, wir experimentieren beide ein bisschen mit Wave Dashing auch rum. An sich deutlich defensiveres Match als sonst, natürlich online alles stattgefunden. Deswegen muss man vielleicht auch noch ein bisschen mit einberechnen. Und der Move, Alter, von der Downer gehittet zu werden, ist für mich gefühlt 90% der Zeit ein Vorteil. Ich spiele einfach deutlich defensiver, benutze Neutral Air und F-Tilt deutlich mehr. Auch Christian merkt man, spielt... Okay, ihr wisst nicht, wie der wirklich spielt, weil ihr das sehr selten seht. Aber ja, das einzige Problem ist, dass ich immer noch unten im Wohnzimmer hocken muss, weil ich eine Verbindung zum Fernseher brauche, um das gescheit aufnehmen zu können. Deswegen werde ich sowas wie Crew Battles vom Clan nicht gut aufnehmen können. Hui. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ich glaube, den Kampf hatte er sogar gecomebackt. Den Kampf hatte er ziemlich sicher noch gecomebackt. Wir hatten auch in beide Richtungen Comebacks. Wahrscheinlich sagt euch das überhaupt nichts, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, dass Noah, also der Bowser-Spieler, wisst ihr hoffentlich, kann man
muss man ehrlich sagen, war wahrscheinlich der... Ja, habe ich in die falsche Richtung gehalten, weil ich mit dem Upthrow gerechnet habe. War schon der schlechteste von uns drei. Aber die Matches, zumindest am Mittwoch, gestern haben wir nochmal gespielt, also heute Samstag, waren halt sehr viele SDs seinerseits dabei. Aber wir waren wirklich sehr even letztendlich. Also damit meine ich wirklich even. Ich habe ungefähr die Hälfte der Zeit gegen Christian gewonnen, er die Hälfte der Zeit gegen mich. Ich habe die Hälfte der Zeit gegen Noah gewonnen, er die Hälfte der Zeit gegen mich. Okay, ich glaube, Christian hat ein bisschen häufiger gegen Noah gewonnen, aber das unter anderem auch einfach, weil Greninja fucking Bowser zum Frühstück lutscht. Ich wollte zwischen vernascht und lutscht sagen, und das war der beste Clip der Montage. Das hat... Aua! Dass ich davon gehittet wurde, aber ich habe auch nicht damit gerechnet. Also das war schon cool. Ihr merkt, die Kämpfe dauern so deutlich länger. Ich habe auch schon im Online-Tournament mit dem Playstyle gespielt und hatte eine höhere Winrate, eine höhere Comeback-Rate, aber halt weniger Clips. Aber ehrlich, ich bin langsam am Punkt, in dem ich in Montagen eh nicht mehr wirklich viel krasses Zeug mache und es eher ums gute Gameplay gehen muss bei mir. Und die Rolle war scheiße, aber weil Greninja Upsmash ist, funkt's. Und Mann, allein die Erinnerung daran, dass ich den Kampf tatsächlich verliere, macht mich sad. Ich lag 3-1 vorne, bin jetzt in der Lage. Aber die Upbeat von Greninja gegen Recovering K-Rule ist auch so mies. Es ist halt wirklich tryharden, was wir da machen, aber aus irgendeinem Grund macht es trotzdem so viel Spaß. Irgendwie hatte ich immer so den Eindruck, alles klar, jetzt löscht er die Nachrichten der Lord-Ecke. Wir hatten auch alle den Eindruck, nicht nur ist es besseres Training für uns, es macht schon auch Bock, so auf tryhard zu spielen. Jetzt habe ich euch noch irgendwie 5 Minuten mit Zeug, das euch wahrscheinlich nicht mehr interessiert, hochgeladen. Hauptthema des Videos, Capture Card, ist jetzt da. Meine Audio nehme ich separat auf übrigens, meine eigene. Wenn ihr gehypt seid, was mit dieser Karte alles kommen wird, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann und ciao.